Hallo Freunde, willkommen zum Teil 2 unserer WOMU-Tour Dänemark, Nordsee hoch, Ostsee runter. Wir sind jetzt in Vers angekommen. Dieser kleine Ort liegt etwa 10 Kilometer nördlich von Lovanskog Fyr, dem Leuchtturm. Und als erstes werden wir natürlich wie immer den Strand erkunden. Gut, dann Räder raus, Sprung auf den Sattel und ab in die Landschaft. Am Freitag, den 22. Juli, haben wir uns in nördliche Richtung wieder auf den Weg gemacht, nach Videsande. Nach einer ersten Besichtigung des Ortes haben wir die Mountainbikes aus der Garage geholt und sind dann durch die Dünen zum Lyngvik Fyr, einem Leuchtturm, gefahren. Hier kündigte sich bereits ein Wetterumschwung an. Es sollte in den nächsten Tagen noch sehr stürmisch und regnerisch werden. Auf dem Weg nach Stenbjerg haben wir uns eine besondere Sehenswürdigkeit angeschaut, daher unser kurzer Stopp in Sønderveg.
Hallo Lothar, wo fahren wir denn jetzt heute hin? Hey, hallo. Ja, wir fahren jetzt in Richtung Tüstert. Das liegt im Nationalpark Thü. Und wir kommen eben gerade vom Sandskulpturenfestival in Sonderwijk. War sehr interessant. Auf nach Thü. Ja, wir machen jetzt unsere erste Fährfahrt mit Wolle. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, wir sind jetzt hier reingelotst worden und stehen in der Pole Position, sodass wir als Erste auch wieder runterfahren können. Denke ich, hoffe ich. Kaum haben wir die Fähre hinter uns gelassen, geht schon auf eine Straße, die sehr gerade kilometerlang nach Norden verläuft. Wir sind nun auf einem kleinen Campingplatz in Sternberg angekommen. Und was uns immer wieder verwundert, ist die Leichtigkeit, die Einfachheit, das Check-in, Check-out und des Bezahlens. Ursprünglich wollten wir doch etwas länger im Nationalpark Thü bleiben, aber wenn wir das Wetter sehen, dann ist klar, ab nach Norden, wo die Sonne scheint. Doch ein kurzer Besuch bei einer Bande muss noch sein.